So, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dr. Alzheimers Academia Magica. Und heute habe ich was Schönes mit euch vor. Wir gucken uns erst einen Brief an und danach mache ich mit euch eine Deckvorstellung. Das stellen wir allerdings jetzt erstmal nach hinten, denn das wird richtig toll. Also ich hoffe jedenfalls, dass es euch gefällt. Ist noch nicht ganz fertig, aber ich würde sagen 80-85% sind da und das wird richtig, richtig unterhaltsam. Vorher aber verspreche ich mir auch von diesem Brief, dass es unterhaltsam wird, denn der liebe Zusender schrieb gerne vor der Kamera öffnen. Und der liebe Zusender ist der Bibov, der ja, Mitmoderator in unserem Discord. Wenn ihr Mitglied werden wollt, schaut mal unten im Link, könnt ihr folgen und mitmachen. Und zugleich einer der kreativsten Unruhestifter im ganzen Bereich Oldschool, den ich überhaupt kenne, mit permanent neuen genialen Ideen, der sich unentwegt etwas einfallen lässt, der Events organisiert, der auf Turniere fährt, der selber Decks vorstellt, der hat auch eigene Inhalte mir schon gestellt und geschickt und auch Videos gemacht, die ich in den Kanal einpflegen durfte und der ein enger Freund ist und nebenbei auch ja, immer wieder so ganz kreative Dinge macht. Und ich verspreche mir von diesem Brief etwas sehr Kreatives, denn ich habe mitbekommen, dass bei uns im Discord etwas Neues passiert ist. Da gab es dann plötzlich einen neuen Reiter im Discord und da stand plötzlich drauf Tokens. Und dieser Brief fühlt sich an, als seien da Karten drin. Ich vermute mal, der hat etwas gemacht, was ganz viele von euch, die in, ja, im Bereich 90er Jahre Karten unterwegs sind, so als eine Leerstelle im Spiel empfindet. Der hat Tokens gebastelt, glaube ich. Das ist ja so ein Problem, immer wenn du irgendwo einen Zombie-Token machen musst oder wenn du irgendwo einen Soldaten-Token oder so machen musst, gerade in der alten Zeit, was nimmst du denn da? Da haben wir früher, ich weiß nicht, wie es bei euch war, wir haben Centstücke, nein, Pfennigstücke genommen, Markstücke genommen, Knöpfe, Würfel, alles Mögliche, ja. Spielsteine von Mensch, ärger dich nicht, kleine Männleins oder Risikospielsteine, alles Mögliche haben wir genommen. Aber natürlich gibt es seit geraumer Zeit auch Tokens und Magic hat seine eigene Reihe und Serie an Tokens und natürlich produziert Wizards auch massenhaft Tokens, zum Teil auch sammelwürdige, seltene Foil-Tokens und so weiter. Ich selber bin kein Freund von Tokens, ich brauche das nicht. Ich finde Tokens ein bisschen nervig, weil du dann zu den Karten und den Packs und den Decks und Zeug, was du sonst noch rumschleppst, obendrauf noch Tokens mit dir rumschleppen musst und das wird dann immer ein bisschen viel. Aber ich verstehe all die Leute, die ein schönes Spielfeld haben wollen mit den schönen Optiken und der schönen ja auch Logik und Nachvollziehbarkeit des Spiels und auch für das Gegenüber, das gerade kämpft, dass es schön ist zu sehen, aha, das sind die Tokens und solche sind das, Zombie-Token, Soldaten-Token, Vampir-Tokens, was auch immer. Deswegen verstehe ich das und ich verstehe auch, dass Leute das lieben. Und ich verstehe besonders, dass man sie gerne gestalten möchte, weil man sich künstlerisch austoben kann. Man kann Proxys machen, ohne dass man da in dem Bereich von ja, Regelbrüchen oder Ähnlichem ist. Man hat also richtig viel Möglichkeiten da, sich auszutoben. Und ich glaube, gerade im Bereich von Oldschool fehlt es ja dann doch an einer Menge von interessanten Tokens, die man spielen kann. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat der Bibov mit anderen Leuten zusammen Tokens entwickelt und geprintet. Und ich glaube, genau das ist es, was er mir zugeschickt hat. Und das ist schon so krass. So krass, was er da gemacht hat. Leute, das gucken wir uns jetzt ganz in Ruhe an. Also oben ist es Oldschool 9394 und unten ist es Ice Age Block. Er hat also Tokens gemacht, er hat sich also hingesetzt und hat für jede Karte, die einen Token erzeugt, geschaut, was für ein Token ist, dass das erzeugt wird und hat dann geschaut, gibt es dafür Artworks oder irgendwas, was man als Anleihe nehmen kann und hat daraus dann mit eigenem Proxy quasi, mit eigener Proxy-Technologie Tokens gemacht. Wir haben versucht, so nah wie möglich an den Originalkarten zu bleiben. Daher sind gerade bei Oldschool auch Farbunterschiede und so weiter vorhanden. Das macht überhaupt nichts aus. Jetzt gucken wir uns das mal ganz in Ruhe an. Fangen wir mal an mit Oldschool. Eins, zwei, drei. Das ist ja spektakulär, Leute. Das ist ja absolut spektakulär. Also, das da hier, das ist ein Wespentoken. Ne? Das wird von diesem Generator da gemacht. Das hat er selber gebastelt. Dazu hat er noch die Texte drauf geschrieben. Guck mal, was für eine Leidenschaft. Ach, das müsst ihr euch mal anschauen hier. Was da an Leidenschaft drin steckt. Erstmal Top-Qualität übrigens. Sieht fantastisch aus. Sieht aus wie ein echtes Oldschool-Kärtchen. Darauf steht Insect Artifact Creature Token, so wie es von der ursprünglichen Karte gespawnt ist. Hier oben steht Wespe. Drunter steht der, ich vermute mal der Originaltext oder ein ähnlicher Text, wie er aus der Originalkarte steckt. Und drunter auch noch die Künstlerin, wenn es die Künstlerin war, in dem Fall Sandra Everingham. Und auf der Rückseite habt ihr die bewährte, bekannte, beliebte 30 Jahre Magic Gathering Kneipen-Edition, die ja von Bibov entwickelt wurde als Anlass zum 30. Geburtstag von Magic the Gathering und natürlich auch ein Stück weit als Reaktion auf die schreckliche 30th Anniversary Edition, die Wizards selber rausgegeben hat. Dazu habe ich damals einen Rant veröffentlicht, den könnt ihr hier folgen. Da hat der Bibov sich damals gesagt, ich finde es unmöglich, dass Wizards mir tausende Euro Booster aus der Tasche leihen will dafür, dass ich mit ihnen zusammen Geburtstag feiern will. Die wollen mich anscheinend nicht bei der Party haben, dann mache ich meine eigene Party und hat dieses geniale Set gemacht. Und schaut mal, das Schöne ist, er hat auch extra einen angeranzten Kartenrahmen genommen, denn das ist die Kneipen-Edition, so wie wir damals gespielt haben. Oldschool steht hier drauf,
bedeutet, das ist ein Proxy, sowas darf man machen, das ist für die private Benutzung, das ist nur ein Token und da kannst du quasi zeigen, dass das ohne Sleeves früher so gespielt wurde. Da hat man sozusagen eine, ja, was ich immer erzähle, eine Reminiszenz an die ersten Jahre, so wie Karten aussahen, wenn man sie gespielt hat. Damals hat man ja keine Sleeves benutzt, sondern hat einfach drauf losgespielt und deswegen sind die so schön, auch schon in diesem Token, in diesem nagelneu frisch geprinteten Token, so herrlich runtergerockt. Kneipenedition der Name, weil ich ja diese Kneipen-Magic-Geschichte hier aufgezogen habe, als Erinnerung daran, wie wir früher Magic gespielt haben. Wunderbar, wunderschön. Und da haben wir einen Wespentoken vom Bebop gemacht bekommen. Jetzt kann man sich dies alle in Ruhe anschauen. Das sind Ruck-Token. Flying zählt als rote Kreatur. 4-4er. You better run. Super cool. Ey, die sehen super aus, die Tokens. Super coole Tokens. Dann haben wir hier einen Minor Demon Token. Oder Demon Token, glaube ich, so spricht man es aus. Als rotes und schwarzes Kreatürchen. Sehr schön mit dem goldenen Rahmen hier aus Legends. Also wird auch erzeugt von Kreaturen aus der Zeit. Und hier haben wir einen Thrall. Da seht ihr auch das Logo. Die Thralls sind ganz zentrale Kreaturentypen aus Fallen Empires. Da hat er einen Thrall Creature Token. Denn du musst sehr viele dieser Kreaturen machen, wenn du Thrall Decks spielst. Also wenn du jetzt zum Beispiel mal, was wenige Leute machen, weil es ist ein bisschen anstrengend zu spielen, ein Thrall Deck machen willst, kannst du dir diese Tokens hier nehmen und kannst sie spielen. 0-1er. Wirst du sehr viele davon brauchen, denn so funktionieren diese Decks. Und so hat er nach und nach hier Zusammenarbeit mit anderen Leuten diese sensationell coolen Tokens gemacht. Bei Goblins verstehe ich auch unmittelbar, warum man die braucht. Da haben wir sehr, sehr viele Tokens zu produzieren. Auch hier wieder eine wunderschöne Originalkunst aus Fallen Empires. Das ist der Knaller. Hier haben wir zum Beispiel Stang. Wie auch immer man ausspricht. Ich denke mal Stang. Das ist der Zwilling. Das ist eine Kreatur aus Legends. Eine Legende. Und wenn die ins Spiel kommt, wird automatisch so eine Token-Kreatur erzeugt. In dem Fall haben wir mal einen Token hier, ne? Ein Stank-Token. Hat keiner von euch, oder? Hat jemand von euch einen Stank-Token zu Hause? Oder einen Tetra-White-Token? Sensationell, oder? Braucht man ja auch, ne? Oder hier ein Poison Snake-Token. Das sind alles diese Tokens, die du quasi gebrauchen könntest und gerne genutzt hättest, wenn Wizards sich die Arbeit gemacht hätte, diese Sachen damals auch als Tokens zu produzieren. Haben sie aber nicht und deswegen haben wir den Bebop, der uns diese krassen Tokens gemacht hat. Leute, das ist Wahnsinn. Guckt euch das mal an hier. Die Bildqualität, das musste ja alles digital designt werden. Schrift hier drüber gelegt, in einer super coolen Schrift von Hand gemacht. Text reingelegt, mein Gott, was der da Arbeit reingesteckt hat und wie gut das aussieht. Das ist der Wahnsinn. Dance of Many Copy, auch nützlich, aus The Dark. Super cool. Boah, ich bin begeistert. The Proling Token, ach, auch so ein Token, das du eigentlich immer brauchst. Immer brauchst du das. Auch hier wieder Fallen Empires. Wie viele dieser Sporen brauchst du letztlich, wenn du so ein The Proling Deck machst? Massenhaft. Hier haben wir wieder eins, ne? Sehr praktisch. Hast du so cool gemacht. Ein Sand Warrior. Wahnsinn. Legends. Richtig toll gemacht. Da hast du unten, na, hier ein bisschen, da sieht man es, da erkennt man es ein bisschen, da hast du die Spuren von dem Copy-Paste und von den Reintexten oder auf jeden Fall von der Bildbearbeitung. Aber schau mal hier, wie geil das gemacht ist. Also ich meine, das ist für jemanden, der ist ja auch kein ausgebildeter Bildbearbeiter, das weiß ich. Ich weiß, was er von Beruf ist, ihr würdet es nicht raten. Auf jeden Fall jemand, der das nie, sagen wir mal, gelernt hat, ist das eine Wahnsinnsqualität. Guckt euch das doch mal an hier. Gin of the Bottle. Das ist die Kreatur, die du machst, wenn du diese Flasche da hast, ne? Genau. Aus Arabian Nights. Wahnsinn. Das ist der Hammer. Das ist der absolute Hammer. Unglaublich cool. Unglaublich coole Karten. Ja, vielen Dank, dass du mir das zugeschickt hast. Ich weiß, sowas kostet Geld. Das kostet Zeit, das kostet Geld, das kostet Liebe, Investitionen, auch als Familienvater, als Arbeitnehmer. Eine große Herausforderung, große Aufgabe. Und dass du es hier dem Kanal zur Verfügung stellst und mich vorstellen lässt, finde ich sensationell. Ich bin schwerst begeistert. Wirklich muss ich sagen, die Tokens sind der Knaller. Und jetzt kommen wir in Tokens rein, die ich tatsächlich im Augenblick gebrauchen könnte, denn wir spielen ja Ice Age Constructed in der Ice Age Constructed Liga. Mir fehlt noch ein einziges Spiel, dann bin ich durch mit der Liga und es macht richtig Spaß. Und jetzt schauen wir mal an, was wir für Ice Age Tokens bekommen haben. Hier haben wir einen Splinter Token. Grüne Kreatur mit Flugfähigkeit. Das ist ja süß. Oh, Starfish. Da gibt es den Spiny Starfish und der macht Tokens. 0-1er. Zählt das blaue Kreatur mit diesem geilen Bild. Ey, das ist ein Traum. Die Karte ist ein Traum. Boah, ist die schön. Boah, die ist auch stark. Survivor Token. Jawohl, das ist auch ein Token, das du brauchst. Das brauchst du auch. Hier ist der Künstler Buddy. Hier, guck mal, das ist wichtig zu erkennen. Das ist auch der Buddy. Das ist ja super. Warte mal kurz. Das ist ja ein Knaller. Hier haben wir es. Aha. Hier haben wir es nicht mit Kunst zu tun von den Originalkünstlern, wie zum Beispiel Heather Hudson hier, ne? Sondern das sind Tokens, die hat unser lieber Discord-Member, unser liebes Discord-Mitglied, Buddy, selbst designt und dem Bebop zur Verfügung gestellt. Das wollte ich nämlich auch noch erzählen.
Das ist nicht einfach nur Biwoffs eigene Arbeit gewesen, eigenes Design, Layout und Bildbearbeitung und Bestellen und Ordern und Qualitätskontrolle und Liefern lassen und so weiter, sondern da hat der Buddy auch noch eine Menge richtig geiler Kunstwerke zu beigesteuert, sodass das hier so ein einheitlicher, sensationeller Eindruck geworden ist. Wahnsinn! Das hier ist wahrscheinlich wieder ein, ja, das ist ein Originalbild, glaube ich. Zombie-Token braucht man immer. Zählt als schwarze Kreatur. They came out of the swamps. Wahnsinn! Und hier, ein Zombie-Token. Hier, Leute, ich weiß, was das ist. Wer von euch erkennt dieses Bild? Wenn ihr wisst, wer das ist, schreibt mir unten rein in den Kommentar. Ja? Wer mir sagen kann, von welcher Band dieser nette Kerl hier sozusagen das Logo und Maskottchen ist, schreibt mir das bitte unten rein, kriegt von mir ganz besonders eine Karte zugeschickt. Zählt als rote und schwarze Kreatur und der Text ist drunter, hier wie er steht. Manche von euch dürften es vielleicht wissen. Ja, manche von euch dürften es wissen. Ratet mal. Dann haben wir einen Ritter-Token, das ist auch sehr geil. Sehr geil gemacht. Boah, ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Karibu-Token. Wer von euch kann mir sagen, welche Karte das ist, die Karibu-Tokens macht? Schreibt mir unten rein. Das ist ein richtiges Rätselraten jetzt hier bei Ice Age. Wahnsinn! Was ein geiles Artwork. Ja, auch Karibu-Tokens brauchst du, wenn du Ice Age spielst. Und wenn du die Karten auswendig kennst, weißt du sogar, welches Karibu-Token du brauchst. Welche Karte das war, die Karibu-Tokens produziert. So war's. Und dann haben wir noch den Deserter-Token. Zählt als weiße Kreatur. Mann, da steckt so viel Liebe drin hier. Überlegt euch das mal, wie geil das ist. Du hast hier wirklich Tokens, die du für Ice Age gebrauchen kannst. Viele von euch spielen das nicht, weiß ich, aber alle, die es bei uns angefangen haben zu spielen, haben gesagt, nie mehr wieder was anderes. Das bleibt jetzt Teil unserer Magic-Spielerfahrung. Wir wollen nie wieder ohne Ice Age spielen, denn das ist so ein Spaß, Ice Age Constructed. Und da brauchst du zum Beispiel auch dieses Hippo-Token. Wer weiß, welche Kreatur erzeugt das Hippo-Token? Schreibt es unten rein. Kleines Ratespiel. Super cool, oder? Kelp. Das wissen wir natürlich, das ist klar. Das ist sehr, sehr cool. Cap-Token. Boah, ist das geil. Boah, ist das geil, Buddy, was du für geile Karten machst. Guckt euch das doch mal an, wie geil das ist. Ich raste aus hier. Gerade eben geht mir eine ab. Orb-Token. Ich glaube, die Dinger werden wie geschnitten Brot verteilt. Ich glaube, die werden aus den Händen gerissen. Ich glaube, die kriegen da richtig, richtig viel gutes Feedback von. Die Jungs, die das designt haben. Der Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Surf-Token. Guckt euch mal die Bilder an, wie geil die sind. Sieht echt aus wie echtes klassisches Magic. Vielleicht sogar teilweise noch viel cooler. Shadow-Token. Wow. Das ist unglaublich. Guckt euch mal die Print-Qualität an. Guckt euch mal die Oberflächen an. Unglaublich. Unglaublich. Skeleton-Token. Oh, ist das cool. Oh, ist das cool. Buddy, Bimov, ich kann es nicht fassen, wie geil ihr seid. Ich kann es nicht fassen. Das ist Ron Spencer. Sofort erkannt. Genau. Klassisches Artwork. Hier haben wir einen Soldier-Token, kann man immer gut gebrauchen. Und noch einen Soldier-Token, da hast du die Auswahl. Das ist jetzt Dan Frazier. Das sind wieder klassische Künstler. Ich bin komplett geflasht. Ich bin komplettestens geflasht. Unglaublich, was ihr da geschafft habt. Unglaublich. Leute, fetteste Komplimente. Vielen lieben Dank. Ich bin echt begeistert. Also das hier ist was ganz Besonderes. Was habe ich noch nicht gesehen? Sowas hat keiner von euch schon gesehen, vermute ich mal. Sowas gibt es gar nicht. Aber bei uns, doch, bei uns gibt's das. Im Kneipen Magic Discord, in unseren wunderschönen Versuchen, die alte Zeit der 90er Jahre wieder aufleben zu lassen. Und bei all diesen wunderbaren Dingen steht das Gathering im Mittelpunkt, die Kreativität und die Freude am Spiel. Nicht Value, nicht Besitz, sondern gemeinschaftlich das Spiel erleben, die Vergangenheit nochmal aufleben lassen, sie zu feiern dafür, wie großartig sie war, das Spiel zu feiern dafür, wie großartig es war und all die schönen Mechanismen und Karten, wie sie damals existierten, nachempfinden und nacherleben zu können. Das bedeutet eben auch, Karten zu spielen, die man heute gar nicht mehr spielen würde, weil sie zu alt sind, weil sie zu weak sind, allein die Formulierung. Und deswegen sind wir jetzt hier bei der Überleitung. Genau bei den Formaten, die ja, belächelt werden vielleicht, die von keinem gespielt werden, vielleicht wahrscheinlich von keinem gespielt werden. Man spielt ja heutzutage fast nur noch Commander und es muss ja immer irgendwie Secret Lair dabei sein und Universes Beyond und Zeug. Wir bleiben bei unseren Leisten. Wir machen die Dinge, die früher cool waren und wir werden nicht aufhören damit. Und wir machen jetzt was erstmalig als Reminiszenz und nostalgisches Event, was wir bisher noch nie gemacht haben, und zwar auf vielfachen Wunsch unserer eigenen Discord-Mitglieder, gehen wir in den nächsten Schritt und starten im Winter mit Mirage Constructed. Ihr werdet euch wundern, warum ich euch dieses Pack zeige. Na, das ist ein schönes altes Deck-Protector-Pack. Und in diesem Pack, da findet ihr ein Deck. Und zwar ein Deck, mit dem ich an dem Mirage Constructed Event teilnehmen werde. Ganz genau, das ist wahrscheinlich mein Deck. Ich habe noch ein anderes, an dem ich arbeite, aber das hier ist wahrscheinlich das Deck, mit dem ich an den Start gehen werde. Jetzt gucke ich mal, dass ich das irgendwie scharf kriege. Und dann wollen wir es uns in Ruhe gemeinsam anschauen.
Also, wie funktioniert das bei uns? Ich fange mal an. Ice Age Construct habe ich euch viel zu erzählen. Wir spielen dort Ice Age Homelands Alliances. 60 Karten, du kannst aber 65 spielen oder 70, vollkommen wurscht. Klassisches Spiel, 4 Kopien pro Karte kannst du spielen, so wie man es kennt. Aber Unterschied zu allen anderen Kontexten, Spielsystemen, Discords, Spielgruppen, wir spielen ohne Sideboard. Und wenn ihr wollt, auch ohne Sleeves, das heißt, in dem Fall ist es jetzt ein bisschen anders, weil ich hier Karten aus meinem Binder drin habe. Aber natürlich wollen wir es ein Stück weit so nacherleben können, wie es damals war. Wir spielen das teilweise face-to-face in der Kneipe, zum Beispiel beim Klingelbeutel Cup. Hier oben kommt mein Link dahin. Da haben wir das schon gezockt. Ice Age Constructed. Wir spielen es aber auch hier über Discord miteinander. Und anders als bei klassischen Turnieren, wo du gewissermaßen Leute von Runde zu Runde rauskickst, spielen wir ganz anders. Und na gut, oder eine Gruppenphase hast. Wir spielen eine Liga. Wir haben nämlich über die vielen Jahre, die wir jetzt gemeinsam gespielt haben, gelernt, Ligaspiel macht viel mehr Spaß. Funktioniert so. Jeder hat eine Paarung, du hast ein ganzes Jahr Zeit, du hast bei 15 Teilnehmern 14 Spiele, die du spielen musst, also ist eine schöne, entspannte Sache. Und dann spielst du 2 Partien, nicht 3, bewusst 2. Ein Hinspiel, ein Rückspiel, kannst du beide in einem Tag spielen, heißt nur Hin- und Rückspiel. Du kriegst für einen Sieg 2 Punkte, für den Unentschieden 1 Punkt, danach wird es in die Tabelle eingetragen und dann schaut man mal, wer die meisten Siege eingefahren hat. Das Schöne daran ist halt auch, oder die meisten Punkte, meistens oder recht oft hat man Partien, in denen ist es sehr, sehr knapp und es geht auch mal unentschieden aus. Und das ist auch ein schönes Gefühl, denn tatsächlich sind manchmal die Decks und die Spieler ebenbürtig. Und wir spielen dann einfach nicht so lange weiter wie Best of 5 oder Best of 3, bis einer die Punkte alleine abräumt, sondern wenn sich eine Paarung findet, bei der das in 2 Spielen sehr ebenmäßig ist und die sehr viel Spaß miteinander haben und die ein gutes Gefühl dabei haben, zu sagen, wir trennen uns jetzt unentschieden, dann nehmen wir den einen Punkt, teilen die Punkte gewissermaßen, jeder kriegt einen und tragen es in die Tabelle ein, so wie es im Fußball halt auch ist. Und das fördert auch die positive Spielerfahrung. Du hast ganz oft auch Begegnungen, wo ein Deck sich mal retten kann, wo mal ein Spieler, der schwächer war, auch noch einen Punkt mit heimnimmt. Und wo man dann auch mal im Mittelfeld der Tabelle oder ein Stückchen weiter oben mitspielt, wenn man auch mal sich gewehrt hat gegen starke Decks und einen Unentschieden erzwungen hat. Und das macht so viel Spaß. Und dieser Liga-Betrieb hat wirklich ganz, ganz viel Konjunktur bei uns. Es wird gerade sehr viel gespielt im Ice Age. Und wir haben dann darüber gesprochen, was wollen wir im nächsten Jahr machen. Ice Age endet Mitte Dezember, dann ist die Liga abgeschlossen. Viele von uns haben schon ihre Spiele gespielt. Und dann wollten wir was Neues machen. Und dann kamen eine Menge Leute mit dem Wunsch auf mich zu und haben gesagt, lass uns doch bitte Mirage spielen. Und das Schöne ist, man kann das genauso konstruktiv spielen wie beim Ice Age. Bei Ice Age war es sogar ein bisschen schwieriger, denn zum Ice Age Block zählen eigentlich nur klassischerweise Ice Age und Alliances. Wir haben als unsere eigene Lösung Homelands dazu erzählt, beziehungsweise dazu gezählt und dazu erzählt haben wir es auch, weil wir festgestellt haben, dass natürlich die eigentliche Homelands-Erzählung mit der Ice Age-Erzählung nichts zu tun hat. Aber irgendwie haben wir es um die Ecke gebogen und reingequetscht. Und es hat dazu geführt, dass man dann doch interessante Decks hat, die man sonst nicht hatte. Zum Beispiel mehr blaue Counter-Decks, weil man noch einen Zauberspruch mehr hat mit Memory Labs oder zum Beispiel im Grünen auch mal eine Kreatur mit Shroud. Zum Beispiel den Autumn Willow. Also Karten, die du sonst so nicht gesehen hättest. Oder Isan's Shade und anderes. Das sorgt dafür, auch wenn das Set Homelands diesen Block Ice Age Constructed nie dominieren wird, weil in Alliances und Ice Age am Ende ja doch stärkere Karten drin sind, muss man so sagen, sorgt trotzdem dafür, dass die Decks sehr unterschiedlich, sehr flexibel sind. Wir haben am Anfang Sorge gehabt oder einige Spieler hatten Sorge, dass es zu sehr in Richtung Weiß-Blau geht, also in Richtung Azorius, so Counter-Post-Decks mit vielen Tokens und viel Counter oder auch, dass es zu sehr in Richtung Burn oder Monogrün geht. Aber wir haben festgestellt, die Liga ist am Ende doch sehr ausgewogen. Wir haben 3-farbige Decks, wir haben 2-farbige Decks, wir haben 1-farbige Decks, wir haben schwarze Decks, schwarz-weiße Decks, wir haben rot- und grüne Decks, wir haben eigentlich alle Farben vertreten und es ist nicht vorhersehbar, welche dieser Decks am stärksten sind. Im Augenblick haben wir tatsächlich eine gute Mischung aus Control und Aggro vorne liegen auf Platz 1, 2 und 3. Das ist noch nicht beendet, aber es macht einen Riesenspaß. Damit das funktioniert, brauchst du für so ein System natürlich auch eine Ban- oder Restrictions-List. Das war bei Ice Age Constructed ein bisschen einfacher, weil wir kannten schon so ein paar Decks, die notorisch sind. Dazu gehört vor allem der Counterpost mit Kialdron Outpost. Den haben wir dann auf 1 restricted. Oder zum Beispiel natürlich auch die Force of Will, die jedes blaue Deck sehr, sehr stark gemacht hätte. Die haben wir auch auf 1 restricted. Und so kannst du dann dafür sorgen, mit so ein paar klugen Schräubchen, an denen du drehst, dass so ein Spielsystem richtig ausgewogen wird. Und ob das funktioniert, weißt du am Ende nur, wenn du ganz viele Testspiele machst und wenn die Leute dem System mal vertrauen. Und das hat sich jetzt als hervorragend effektiv erwiesen. Auch die am Anfang Sorge hatte, dass bestimmte Decks dominieren, zum Beispiel Weiß-Blau-Control, müssen jetzt im Nachhinein einsehen, okay, es ist super ausgewogen, es lässt sich fantastisch spielen, es macht unglaublich viel Spaß. Und ich kenne Leute, die wollten sich erst nicht drauf einlassen, sagen jetzt, ich will fast nichts anderes mehr spielen. Und ich kenne Leute, die wussten von Anfang an, wie großartig es ist und die sagen, ich kann gar nicht genug Ice Age Decks haben. So geil ist das. Hier übrigens, das ist mein Pack mit den Ice Age Decks. Da sind sie alle drin.
Da sind die für den Klingelbeutel Cup, die ungesleeften. Da ist ein gesleeftes mit ein paar teureren Karten. 4 Decks habe ich mir gemacht. Ich könnte gar nicht aufhören, damit so viel Spaß macht das. Es sind dann doch viele Karten. Ice Age über 300, Alliances, ein Haufen Karten, Homelands nochmal dazu. Du kannst endlos geile Decks bauen. Und gerade weil viele der Karten relativ schwach sind, verglichen mit heutigen Karten und billig sind, für Centpreise zu kriegen sind und so Decks am Ende 20 Euro kosten, auch wenn es mir am Anfang keiner glauben wollte, gerade deswegen macht das so viel Spaß und lädt auch viele Spieler dazu ein, mal was auszuprobieren, weil man kein Geld verliert. Dieses Deck, wie es hier liegt, ist im Grunde in seinem Kern, nimmt man 2 bis 3 Karten raus, 17 Euro teuer, nicht mehr. Eine Karte macht das ein bisschen teurer, die kannst du weglassen, da funktioniert es genauso gut. Muss man genauso ehrlich sein und das macht einen riesen Spaß. Also, wir haben dieses System genommen, Ice Age Constructed, und haben gesagt, lass uns abstimmen und alle haben gesagt, jetzt ist Mirage drin. Mirage bedeutet, wir reden über das Mirage Set, da drin ist das System an Standardländern. Das ist wichtig, die brauchen wir auch. Wunderschöne Standardländer. Und dann nehmen wir Visions dazu und natürlich Weatherlight. Das ist der sogenannte Mirage-Block. Das ist 96 und 97. Massenhaft Karten, auch wieder viele 100 Karten, aus denen man was bauen kann. Auch hier haben wir drüber nachgedacht, welche Karten können problematisch sein, welche wollen wir restricten. Bans haben wir bisher vermieden. Wir müssen nochmal gucken. Aber wir haben ein paar Restrictions gemacht, um zu verhindern, dass so klassische Deck-Archetypen wie die Cadaverous Bloom Decks und andere Decks sozusagen dann das Meta dominieren würden. Da sind wir noch ein bisschen am Regeln wurschteln. Wir haben zum Beispiel auch alle Tutoren restricted auf 1, denn wenn man alle Tutoren zulässt, dann werden bestimmte Decks, die sehr gemein sind, die mit Phasing arbeiten und mit der Kontrolle der Zeit und mit der Kontrolle der Züge und die ganze Boards ausphasen lassen und dann so eine Art Stasis machen, werden dann übervorteilt oder bevorteilt, besser gesagt, Entschuldigung. Deswegen haben wir auch da restricted auf die Tutoren, dass man quasi nicht so brutale Combo-Decks laufen lassen kann, von denen ja doch einige möglich sind mit vielen guten blauen Artefaktkarten, die es ja in Visions, vor allem in Visions, das sind viele Karten, die man heute Broken nennen würde, aber auch in Weatherlight und Mirage gibt. Und deswegen haben wir so ein paar Restrictions, im Augenblick sind es glaube ich 5. Jetzt ist die Testphase, vielleicht werden es noch ein paar mehr Restrictions werden. Bans brauchen wir glaube ich keine und dann geht's los. So, und dann habe ich jetzt überlegt, Überleitung zu diesem Deck, was würde ich gerne machen? Ich habe mir mal die WCD-Decks angeschaut, ich habe geguckt, welche Karten wurden da gerne gespielt. Da gibt es tolle Karten, die in Blau gespielt werden, tolle Karten, die in Rot gespielt werden. Wunderbare schwarze Karten, ganz, 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 ganz tolle Karten im schwarzen Bereich. Also da weiß ich jetzt schon, da wird es Leute geben, die werden das lieben und spielen. Ich habe aber festgestellt, ich will, glaube ich, in Mirage gar kein mehrfarbiges Deck spielen, weil du hast ein paar Fetchländer, aber die ermöglichen dir nicht alle Farbkombinationen. Und ansonsten hast du nicht so wirklich extrem mächtige Duels. Du kannst mit dem Undiscovered Paradise Farben erzeugen, musst danach die Karte aber auf die Hand nehmen. Das geht schon, das kann man machen, ist nicht schlecht. Du hast ein paar Artefakte, mit denen du Mana machen kannst. Es gibt schon Möglichkeiten, so ist es nicht. Aber ich glaube, und zumal als Spieler, der diese Videopartien gerne schnell durch hat, erinnert euch an mein Goblin-Deck, hier oben kommt der Link von damals, beim allerersten Kneipen-Magic Oldschool Turnier, da hatte ich auch das Gefühl, ich möchte lieber eine Partie nach 20 Minuten vorbei haben, als nach 2 Stunden, weil wenn du da am Computer sitzt, das kostet schon Zeit, damit Kindern und arbeiten gehen und das Ganze unter der Woche abends und so fort, dann sind mir die langsamen Control-Decks nicht so recht. Also habe ich gedacht, mache ich so wie damals mit den Goblins, ich mache ein schnelles Deck. Noch dazu Monofarben, das sorgt dafür, dass ich keine Probleme mit Mana-Fixing habe und kann eigentlich ein monofarbenes Deck im Mirage-Block bestehen? Meine Frage an mich selber, und dann habe ich mir es angeschaut und stellte fest, auf jeden Fall. Du kannst tolle weiße Decks machen. Die weißen Kreaturen, die kleinen weißen Kreaturen sind super mächtig im Mirage-Block. Kann man tolle Sachen machen. Du kannst hervorragende Sachen machen mit Schwarz. Ganz hervorragende Sachen. Och, was gibt es da gute Sachen. Ich bin jetzt schon gespannt drauf und jetzt schon weiß ich, es wird Leute geben, die jetzt schwarzes, monoschwarze Decks machen. Böse Removal-Spells drin. Richtig genial. Dann kannst du natürlich mit Rot toll, toll arbeiten. Es gibt ein paar Burn-Spells, aber auch viele kleine böse Kreaturen. Es gibt gute Goblins, es gibt den Goblin-Recruiter. Solche Geschichten kann man viel Spaß mitmachen. Blau hat unglaublich mächtige Spells, auch mit dem Phasing-Aspekt kannst du sehr, sehr viel Lustiges machen. Es wird ja Teferi eingeführt und vieles, vieles dieser Logik von Zeitmanipulation und so weiter ist möglich. Aber am geilsten fand ich eigentlich unmittelbar, auch mit dem Blick auf das Deck von Sven Gerzen, Monogrün. Ich verlinke euch mal das Deck von Sven Gerzen. Natürlich ist dieses Deck von Sven Gerzen nicht dasselbe wie das hier. Das kann gar nicht sein, denn bei ihm war noch 5. Edition dabei, Homelands dabei, alle möglichen anderen Geschichten. Aber ich meine mich daran zu erinnern, dass ich dieses Deck sehr gern gespielt habe. Es hat sehr viel Spaß gemacht, das zu spielen. Es war schnell, es war witzig, es war effektiv und es hat eine gute Rate an zumindest erfolgreich spielbaren Spielen ermöglicht. Und deswegen habe ich gesagt, ich gucke mir mal an, welche Kreaturen der spielt. Und dann schaue ich, was gibt es noch, was das ergänzt. Und daraus habe ich mir mein eigenes monogrünes, ich sag mal, Agro-Stompy-Deck gebastelt. Es soll eigentlich schnell sein. Es soll eigentlich in den ersten 5, 6 Zügen das Spiel entschieden haben. Das klappt in der Regel auch ganz gut. Ich habe jetzt eine Menge Testspiele gespielt. Es gibt auch Möglichkeiten, dieses Deck zu unterbinden, keine Frage. Aber so wie es jetzt gerade ist, in dieser Rohfassung, 85% des Decks sind da drin fertig, halte ich es für ein super witziges, gut spielbares Deck, das auch seine Siege
und sein Unentschieden für die Liga holen wird. Und das zeige ich euch jetzt, wie das funktioniert. Und im Übrigen, noch so als kleiner Kommentar, die Karten sind wunderschön. Genießt es. Sie sind wunderschön. Das ist ja auch das, was viele Leute an Mirage Constructed lieben. So, ihr Lieben, ihr Liebhaber von Mirage, all die, die mich inspiriert haben hier, alle, die mich getriggert haben, die gesagt haben, lass uns Mirage machen. Alle im Discord, die da mitarbeiten, dass diese Liga ein Erfolg wird. Für euch ist dieses Deck jetzt der erste Einstieg, der erste Aufschlag dazu. Ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln. Ich wünsche euch viel Spaß beim Vorbereiten. Ihr da draußen, die noch nicht da seid, kommt in Discord, macht mit. Ihr seid herzlich eingeladen. Wie gesagt, das Deck kann ohne teuren Karten für 15 bis 17 Euro gekauft und gespielt werden und wird auch seine Spiele gewinnen. Geht für alle monofarbenen Decks, denke ich mal, ganz gut. Und ich gehe mal davon aus, dass wir wieder eine Liga hinkriegen mit 15 bis 20 Leuten, die mitspielen. Das reicht auch völlig. Es wird sonst zu viel auf ein Jahr gesehen, weil du sonst so viele Spiele spielen musst. Und das ist eine gute Größenordnung. Also, Mono-Grün. Fangen wir mal an. Ich fange mit den Kreaturen an. Das erste und wahrscheinlich auch das wichtigste Kärtchen in diesem Deck ist der Räuberische Elefant. Das ist eine extrem gute Karte. Mein Großer hat dieses Deck mehrfach gegen mich gespielt und am Ende haben wir so nach, glaube ich, 12 Partien ein Ergebnis von 8 zu 4 gehabt. Ich habe ein blau-rotes Deck gehabt mit Burn und Counter und Djinns und Phasing, Fliegen und so weiter, aber das Deck hat ihn in den Boden gestampft. Der Räuberische Elefant oder Räubernde Elefant ist extrem geil. Erstmal ist das Bild sehr geil. Besonders geil an der Kreatur hier ist aber, dass er ein grünes kostet und dir einen 3-3er ermöglicht. Und das ist dann sehr früh schon sehr viel Schaden. Bis du dann in den Pushen bist, dass du den los wirst, kannst du mit Incinerate beispielsweise schon machen, aber bis du dann in den Pushen bist, hast du in der Regel schon Schaden genommen. Er hat einen Nachteil, du musst einen Wald opfern, wenn der ins Spiel kommt, sonst kannst du ihn nicht spielen. Aber ansonsten ist der mächtig ohne Ende. Ist aus Weatherlight, ich brauche den viermal hier drin, denn der ist genau der Druck, den du am Anfang brauchst, um den Gegner einzunorden. Sehr, sehr cool. Viermal hier drin, ich kann nicht auf den verzichten. Ich habe es gemerkt auch, wie wichtig der ist. Der ist absolut episch. Eine monströs gute Kreatur. Deswegen sozusagen die Signaturkarte, würde ich mal sagen, dieses Decks. Dann habe ich hier drin den Quirion Waldläufer. Dreimal, ein Elf aus Visions. Eine 1-1er Kreatur, kostet ein grünes, ein Elf. Du kannst einen Wald, den du kontrollierst, auf die Hand zurückbringen und dann kannst du eine Kreatur deiner Wahl enttappen. Du kannst die Fähigkeit aber nur einmal pro Zug ausnutzen. Das kannst du jetzt für mehrere Dinge gebrauchen. Du kannst damit eine eigene Kreatur, die angegriffen hat, enttappen. Du kannst damit aber auch einen Mana-Elfen enttappen und dann nochmal Mana erzeugen, zum Beispiel. Gibt eine ganze Menge Anwendungen dafür. Ich habe ihn nur dreimal drin, weil ich habe gemerkt, ich brauche ihn nicht unbedingt lebensnotwendig. Aber wenn ich ihn gebrauchen kann, ist er sehr nützlich. Vor allem, er kommt mit einem Mana raus. Er ist halt schnell, das braucht man, eine schnelle grüne Kreatur. Und wenn er draußen ist, kann er theoretisch, wenn er kein Target zum Enttappen hat, auch angreifen. Das ist kein Problem. Dann eine Karte, die sehr, sehr schön ist und auch sehr wichtig ist, die Wurzelmauer. Du hast erstaunlicherweise im Mirage Constructed nicht die typischen Mana-Elfen, die dir für einen Mana direkt auch einen Mana erzeugen. Du kannst von Anfang an nicht so billig auf Mana zugreifen, wie wenn du, ja, keine Ahnung, die klassischen Mana-Elfen hast. Aber du hast hier was anderes. Du kannst für zwei Mana die Wurzelmauer spielen. Die hat einerseits den Vorteil, dass sie mit einem 0,5er Body eine ganze Menge abhält von gegnerischen Dingen, auch wenn der Gegner aggressiv spielen will und du willst nicht mit deinem Zeug blocken oder willst selber früh angreifen, willst dir den Elefanten nicht aufheben, um damit eine Horde Goblins abzublocken, sondern willst sagen, hier, ich hau selber drauf, ist es ganz gut, die Mauer zu haben. Du kannst angreifen, du kannst im gegnerischen Zug abwarten, kannst ruhig mal einen Gegner drauflaufen lassen, aber du hast noch eine andere Möglichkeit. Du kannst durch Marken, minus 0, minus 1 Marken, grünes Mana erzeugen. Das heißt, du hast relativ früh auch die Möglichkeit, aus so einer Art Mana-Reservoir dir Mana zu erzeugen. Das wirst du nämlich brauchen. So viele Mana-Elfen, ich habe es angedeutet, gibt es nämlich in diesem Block gar nicht. Dann haben wir eine Karte, die ist absolut wichtig und essentiell. Man kann sie auch viermal spielen. Gegen blaue Gegner ist sie geil, absolutes Killer-Teil, aber sie ist auch gut allgemein, nicht nur gegen blaue Gegner. 2 Mana, 2/1, mit einem grünen regenerieren, ist eine tolle Blockerin. Damit kannst du auch gegen einen Goblin-Spieler oder gegen Mono-Weiß oder auch gegen andere Kreaturen blocken. Auch dicke Kreaturen ohne Trample blocken. Du kannst sie billig für 1 regenerieren. An sich schon eine geile Karte, aber wenn du dann auch noch gegen Blau-Spieler spielst mit Island Walk, eine echte Ansage. Ein echtes Drecksteil gegen Blau. Die Leute hassen dich, aber sie ist super. Dann habe ich den Erntewurm drin. Den kannst du auch 3-mal spielen. Ich hätte ihn wahrscheinlich auch 3-mal gespielt, aber ich habe ihn nur 2-mal im Krabbelkistchen gehabt. Der Erntewurm ist deswegen cool, weil er für 2 Mana einen 3-2er Körper hat. Er kommt aus Weatherlight und 3-2 für 2 Mana ist, finde ich, schon einen guten Preis. Sie hat aber einen Nachteil. Du kannst dir nur spielen, diese Karte, wenn du eine Standardlandkarte aus dem Friedhof zurück auf die Hand nimmst. Das ist jetzt aber im Zusammenspiel mit dem räuberischen Elefanten oder räubernden Elefanten gar nicht mal so doof, denn wenn du den gespielt hast, und das kommt regelmäßig vor, ich habe eigentlich immer einen auf der Starthand, und kleiner Tipp, wenn du so ein Deck spielst, solltest du immer einen von diesen Elefanten auf der Starthand haben und genügend Länder.
tausch schon sofort die erste Hand weg für einen Mulligan, wenn ich keinen dieser Elefanten auf der Starthand habe. Wenn du den also spielst, dann hast du automatisch einen Wald im Friedhof. Und wenn dann der Erntewurm kommt, dann kannst du diesen Wald wieder zurückholen. Das ist eine schöne Verbindung aus diesen beiden Karten. Ich glaube, ich könnte ihn auch dreimal spielen. Kein Problem. Ja, ich sollte es sogar auch tun. Ich überlege mir das noch. Dann haben wir die eine Kreatur, die eine Kreatur, die uns Mana erzeugt, die Quirion-Elfen. 2 Mana, 1/1. Du kannst eine Farbe wählen, du kannst damit irgendein Mana erzeugen, du kannst aber auch Grünes erzeugen. Besser wäre es für dieses Deck natürlich, sie würden nur, wie alle klassischen Elfen, ein Grünes kosten, 1/1 und nur Grünes machen. Aber du hast, wie gesagt, nicht diese Auswahl. Deswegen nimmst du halt die, anders geht's nicht. Mirage. Es ist ein Mana-Elf und zur Not kannst du den halt dann tatsächlich nutzen. Zusammen mit der Mauer und zusammen mit dem Waldläufer. Kannst hier Mana rausholen, kannst hier Mana rausholen, kannst die wieder enttappen und nochmal Mana rausholen. Das ist nicht so schlecht. Das ist schon eine Möglichkeit, ein bisschen schneller an Mana zu kommen. Eine absolut geniale Karte, die ich oft erwähnt habe und die in diesem Deck wirklich eine herausragende Rolle spielt, ist der Uktabi Orangutan. Der ist sehr, sehr cool, den sollte man auch spielen, wenn man grün spielt. Den kann man auch in einem Good Stuff Deck mit allen Farben spielen, denn das ist ein 3-Mana, 2-2er Artifact Removal. Noch dazu halt mit einer der geilsten Artworks überhaupt. Dieses Bild hier habe ich oft erwähnt. Das ist ganz berühmt, die poppenden Affen. Kennt jeder, der in der Zeit dabei war und der die Memes von damals noch kennt. Sehr, sehr gute Karte. Wie gesagt, du kannst, wenn der ins Spiel kommt, einen Artefakt zerstören. Wenn du keinen Gegner mit Artefakten hast, hast du trotzdem 2-2er. Da wir kein Sideboard spielen, ist es auf jeden Fall eine Karte, die du spielen musst. Dreimal, denke ich, reicht. Häufiger brauche ich sie eigentlich nicht. Und wie gesagt, ansonsten hast du einen 2-2er, mit dem kannst du schlagen, mit dem kannst du blocken, das kannst du alles machen. Kein Problem. So, noch eine Karte, die extrem wichtig ist und von der ich glaube, dass ich sie doch am Ende 4-mal spielen werde, ist der Centaur. Boah, hat die Karte in vielen Spielen den Ausschlag gegeben. Der kostet 3 Mana, 2-2er Body und hat Flanking. Das ist schon mal an sich ganz gut, denn im Kampf sorgt er dafür, dass die gegnerische Kreatur -1/-1 bekommt bei der Verrechnung der Punkte. Es sei denn, sie hat Selbstflanking, meine ich. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Auf jeden Fall ist das sehr, sehr gut, weil es die gegnerische Kreatur schwächt. Wichtiger noch aber ist hier unten der Text. Das ist nämlich Shroud. Und wenn die Karte erstmal liegt, kriegst du die eigentlich nicht mehr vernünftig weg. Denn die kann nicht Ziel von Sprüchen oder Effekten sein. Und so viele Möglichkeiten, diese Karte zu removen, hat das Spiel eigentlich nicht. Nicht Mirage Constructed. Die blieb eigentlich immer liegen, es sei denn, sie wurde gecountert. Deswegen werde ich den am Ende 4-mal spielen. Ich glaube also, da kommt noch eine Kopie rein und da kommt noch eine Kopie rein. Werde ich jetzt schon sagen. So, was braucht man in so einem Deck? Na, ist schon aggressiv genug. Du kannst hier Schaden machen, du kannst kannst du mit allem Schaden machen, auch hiermit, das geht. Ist ein bisschen wenig, also Schadenspunkte, sind ja relativ kleine Kreaturen, sieht man von denen ab, die alle vorne eine 3 haben. Ist also auf den ersten Blick so ein bisschen ein Weenie-Ansatz, ein sehr aggressiver Weenie-Ansatz. Aber glücklicherweise bietet uns der Mirage-Block auch ein paar Finisher an, mit denen man zur Not dann auch einen größeren Knüppel in der Hand hat. Und dieser eine Finisher, den ihr jeder kennt, wenn ihr damals dabei wart, ist natürlich die rasenden Nashörner. 8 Mana, 8-4, Trampelschaden, den hast du nicht früh draußen, keine Frage, der wird erst relativ spät kommen. Du hast noch eine Möglichkeit, die Karte aus dem Deck zu holen, zeige ich euch gleich. Aber mit der Wurzelmauer und mit den Waldelfen oder Quirion-Elfen und dem grünen Mana, das hier drin ist, gibt es dann doch ein paar Möglichkeiten, ihn rechtzeitig zu bringen. Und ich finde, für 8-4 und Trampel kann man dann auch mal dieses Wagnis eingehen und die, wenn sie liegen, dann auch ordentlich Damage machen. Du kannst sie allerdings auch ganz gut entfernen. Es gibt ein paar Damage Spells im Mirage Constructed, die 4 Schadenspunkte austeilen und direkt dann die auch removen. Das ist dann relativ effektiv für die Gegner, weil dann haben sie ja die einen ordentlichen auch Mana-Verrechnungsnachteil, was dein Investment anbetrifft, eingebracht. Aber letztlich musst du dann diese Karten auch überhaupt erstmal haben. Denn das Incinerate, das macht nur 3 Schadenspunkte. Und zum Beispiel hier kannst du einen Elefanten wegmachen oder diese kleinen Sachen. Aber die kriegst du damit nicht weg. Dennoch, wie gesagt, es gibt Möglichkeiten, die auch mit einem Spell zu beseitigen. Ich war aber noch nicht so ganz glücklich. Das sollte nicht meine einzige Option sein, am Ende einen Finisher zu haben. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, noch Tikas Drache reinzunehmen. Warum Tikas Drache, werden jetzt einige von euch sagen, warum nicht das Phyrexian Dreadnought oder irgendwas anderes, womit man ja noch mehr Schaden machen kann und so weiter. Ich wollte eine Option haben, fliegend nochmal Schaden zu machen. Und zwar eine, die ich auch zur Not mit Mana bezahlen kann. Klar sind 9 Mana eine brutale Ansage. Und wenn ich dann in der Spielsituation bin, in der ich nicht mehr zu Fuß mit 8-4 trampelnd das Spiel entscheiden möchte, dann kann ich mir auch Tikas Drache aus dem Deck holen. Den spielen. Der hat dann 5-5 Fliegen, Trampelschaden und Raserei. Und das ist eigentlich ganz gut. Weil Raserei bedeutet, mit jeder gegnerischen Kreatur, die hier versucht, den da zu blocken, wird der immer fetter. Ein richtig geiles Teil. Wie gesagt, du kannst auch Phyrexian Dreadnought nehmen oder noch eine andere große Kreatur, am besten was Artefaktartiges, was du zur Not auch hardcasten kannst.
Also sonst kannst du die Sachen ja nicht hardcasten, wenn sie eine andere Farbe haben. Aber ich habe mich für Tikas Drache als eine Ergänzung zu diesen drei Finishen entschieden. Bevor wir da hinkommen, zeige ich euch noch ein paar andere Spells, die in dem Deck drin sind, von denen ich glaube, dass sie brauchbar sind. Und bisher haben sie sich auch als äußerst brauchbar erwiesen. Einerseits das Dornenschild oder Briar Shield, finde ich sehr, sehr gut. Ein grünes, eine Kreaturenverzauberung. Die verzauberte Kreatur bekommt +1/+1. Aber wenn du den Dornenschild opferst, bekommt die Kreatur +3/+3 bis zum Ende des Zugs. Du hast also so eine Art Battle Trick noch da drin. Eine klassische Kreaturenverzauberung für 1/1 und letztlich noch einen schönen, dicken 3/3er Kampftrick, wie man ihn kennt aus klassischen grünen Decks, der dir auch im Zweifelsfall ja doch mächtig, mächtig Vortrieb gibt und dem Gegner ordentlichen Schaden. Spiele ich tatsächlich dreimal, kann man viermal spielen, kann man machen, aber ich habe mir überlegt, es wäre ganz cool für bestimmte knifflige Situationen, in denen man dann auch doch mal eine gegnerische Kreatur removen muss oder vielleicht den Gegner direkt abschießen möchte, wenn man nicht mehr durchkommt, auch die Möglichkeit zu haben, einen Direct Damage zu machen. Und deswegen habe ich mich für 3 Kopien vom Hornissenstachel entschieden. Das ist natürlich eine teure Karte. Für 4 Mana, 2 Schadenspunkte irgendwohin, Kreatur oder Spieler. Und dazu noch eine Hexerei, kein Instant. Eigentlich echt schlecht, aber hast nicht viele Möglichkeiten, in Grün was anderes zu machen. Deswegen habe ich es jetzt zumindest probehalber gemacht. Theoretisch wäre das eine Option. Ich könnte theoretisch die 3 Karten rauswerfen und dann Erntewürmer und Zentauren ergänzen. Dann hätte ich wahrscheinlich noch mehr Druck. Aber ich habe gesehen in den Testspielen, dass die sich auch mal als Problemlöser erwiesen haben. So, und jetzt kommen am Schluss noch 3 besondere Karten, die ich nur deswegen so selten hier drin habe, weil ich nicht so viele Kopien davon zu Hause rumliegen habe. Aber das wäre sicherlich Verstärkungspotenzial. Die würden auch das Deck dann deutlich teurer machen, wenn ich mehr davon spielen würde. Eine dieser Karten ist City of Solitude, eine Verzauberung. Die ist sehr, sehr stark gegen den blauen Gegner, vor allem den blauen, aber auch gegen den roten Gegner. Für 3 Mana sorgst du dafür, dass jeder Spieler Sprüche nur in seinem Zug spielen kann und Fähigkeiten nur in seinem Zug auslösen kann. Auch der Spieler, der Artefakte und so weiter hat. Der wird das nicht mögen. Es ist super geil für dich. Du greifst an in deinem Zug, du machst Sprüche in deinem Zug, du willst in der Regel in deinem Zug Druck machen, du willst aber verhindern, dass der Gegner dich countert, dass der Gegner dich burnt, dass der Gegner dir irgendwas removed im Battle, im Kampf oder dass er auf seine blockende Kreatur irgendwelche Battle Tricks drauf spricht. Das willst du verhindern, das macht die City of Solitude. Sehr, sehr effektiv. 3 Mana aus Visions, die kostet einen Tick mehr Geld, aber ich habe sie zweimal hier drin: einmal aus meinem Binder und einmal aus dem dazugehörigen Themendeck von Sven Gerzen. Wie ich eben erwähnt habe, eine Karte, die er selber auch gern gespielt hat. Also die bleibt hier zweimal drin, die hat sich auch als effektiv erwiesen. Und wenn ich jetzt tatsächlich mehr von den Kopien von dieser Karte hätte, hätte ich die auch gespielt. Mindestens zweimal. Das ist allerdings eine der teuren Karten, eine der richtig teuren Karten im Mirage Constructed, nämlich Natural Order. Übrigens, das ist die wundervolle, kommen wir uns mal raus hier, die wundervolle Therese Nielsen, die dieses sensationell schöne Artwork gemacht hat. Ich liebe die Karte. 4 Mana Hexerei. Die ist wichtig, die ist cool. Ich werde es am Ende doch zweimal spielen wollen. Die kann nämlich folgendes: Du opferst eine grüne Kreatur. Klar, kein Problem. Da haben wir billige grüne Kreaturen galore. Hier eine. Ja, die sind eigentlich alle billig. Ne? Was gut, maximal mal 3 Mana. Meistens 2 Mana oder sogar nur 1 Mana. Opfern und dann durchsuchst du deine Bibliothek nach einer grünen Kreaturenkarte und bringst sie ins Spiel, als ob du sie gerade gespielt hättest. Das ist sehr, sehr geil. Damit kannst du wunderbar die Nashörner ins Spiel cheaten. Die sind damit 8/4 wesentlich stärker als alles andere, was du hierfür opfern kannst. Damit kannst du richtig, richtig nett diese hohen Beschwörungskosten umgehen. Für die rasenden Nashörner musst du keine 8 Mana ausgeben. Opferst eine 1-Mana-Kreatur, überhaupt kein Problem. Und dann kannst du mit denen auf dem Feld landen und direkt mit 8/4 reinprügeln. Den Tikas Drachen, den kriegst du damit allerdings nicht aufs Feld. Aber ich glaube, dafür werde ich nochmal Ersatz rankarren. Der wird am Ende nicht im Deck bleiben. Das ist jetzt eine nette Überlegung gewesen, aber ich glaube nicht, dass der so brauchbar ist für diesen Kontext. Ja, wenn ich mir jetzt also das Board so anschaue, denke ich mal, gehe ich am Ende mit dem turnierfähigen oder ligafähigen Deck in Richtung ein Natural Order mehr. Vielleicht kommen die Stachel raus und dann kommt auf jeden Fall ein Erntewurm mehr rein und ein Zentaur mehr rein. Das sollte unbedingt der Fall sein. Das macht das Ganze mächtiger und vielleicht werde ich mir hier noch eine Alternative ausdenken. Oder ganz bestimmt zu dem Drachen, der wie gesagt die ganze Zeit eigentlich nur in der Kiste rumlag und den ich mir als hübsche Ergänzung gedacht habe, der nicht wirklich so richtig brauchbar ist. So, dann habe ich vielfach kritisiert von meinen Mitspielern eine Menge von Portal-Wäldern hier drin. Das liegt hauptsächlich daran, dass mir die Wälder aus Mirage nicht so gut gefallen. Mirage ist berühmt für wahnsinnig schöne Gebirge und wahnsinnig schöne Inseln, aber die Wälder sind jetzt nicht unbedingt mein Fall, aber weil das die gleiche Zeit war, ungefähr, dachte ich mir, diese wunderbaren Wälder von Quinton Hoover würden eine gute Ergänzung darstellen für dieses Deck. Da sind jetzt reichlich Wälder drin.
reichlich Wälder auch, um sie zu opfern für unseren Elefanten da oben und auch um genug Mana zu haben, um damit schnell loszulegen, aus den Puschen zu kommen. Und dann habe ich noch ein anderes Land hier drin, das zeige ich euch gerade. Das ist meines Erachtens eine gute Ergänzung, sollte man auf jeden Fall mal erwägen. Das ist nämlich Quicksand aus Visions. Das ermöglicht dir einen farblosen Mana zu erzeugen, also ohne Tap-Nachteil, kommt direkt ins Spiel, kann direkt Mana erzeugen, ist schon an sich sehr, sehr gut, weil, naja, sonst hast du oft das Problem, dass wenn gute Länder rauskommen, du die oft nur getappt ins Spiel bringen kannst, ist hier nicht der Fall. Du kannst den aber auch opfern in Quicksand und dann kannst du einer Kreatur, die nicht fliegen kann, minus 1, minus 2 bis zum Ende des Zuges geben, das finde ich gut, das finde ich richtig gut, insofern ist der hier drin. Besser wäre es natürlich auch noch irgendwo Flieger beseitigen zu können. Das ist so jetzt der einzige Nachteil, den das Deck hat. Flieger kann ich letztlich nur beseitigen, wenn ich den Hornissenstachel spiele. Aber letztlich, gut, musst du damit leben. Damit kommst du halt auf den Boden sehr schnell nach vorne und machst beim Gegner Druck. Kann gut sein, dass dir die Flieger gar nicht so viele Probleme machen. Aber du hast auch noch ein paar Fliegerblocker im Set. Zum Beispiel diese Riesen-Gottesanbeterin und ein paar andere Möglichkeiten. Das werden wir noch ein bisschen testen, das werden wir noch ein bisschen ausprobieren. Aber letztlich ist das sozusagen der Rahmen, innerhalb dessen dieses Deck funktionieren wird, mit leichten Veränderungen, die noch kommen werden, hier etwa bei Natural Order oder hier bei den Finishern und ganz bestimmt bei diesen kleineren, sehr effektiven Kreaturen, die man schwer wegkommt oder die einem wieder Wälder aus dem Friedhof holen. Also das sollte aber dennoch so im Großen und Ganzen, wie ich gesagt habe, bei 85% sein, funktionieren und letztlich läuft es auch sehr gut. Also es hat einen sehr schönen, schnellen Start, es fließt dann gut vor sich hin, man hat eine schnelle Mana-Kurve, man kommt gut in die Pusche, man hat dann schnell auch Dinge, die bedrohlich werden und angreifen, aber es gibt natürlich auch eine Menge Antworten darauf, das ist keine Frage. Du kannst im Mirage-Block auf so ein Deck sehr, sehr gute Antworten. Es gibt eine Menge Möglichkeiten, das zu tun. Trotzdem werden wir es jetzt so machen. Wir probieren das jetzt aus. Da kommt jetzt, wie gesagt, der Drache wahrscheinlich wieder raus, denn den Haar zu casten, da habe ich keine Lust drauf. Der wird relativ teuer. Aber ich hatte ihn jetzt halt in der Krabbelkiste und ich dachte mir, gut, warum nicht? Probieren wir es mal aus. Flieger hast du keinen. Als Fliegerfinisher wäre gut. Nur kann ich ihn mir halt auch nicht einfach so raustutoren. Deswegen macht es ihn ziemlich unnütz. Und deswegen werde ich wahrscheinlich da in eine andere Richtung noch gehen. Genau. Ja. Das war's. Das ist mein Entwurf. Mein erster Schritt. Damit werdet ihr jetzt, wenn ihr gegen mich spielen werdet, nicht unbedingt rechnen müssen. Denn wie gesagt, da kommen noch ein paar Justierungen. Aber ihr könnt euch schon mal darauf einstellen. Da wird irgendwann ein räubernder Elefant auf euch lostrampeln. Und ich hoffe, ihr habt da so viel Spaß dran wie ich. Ich hatte einen Riesenspaß dran, das vorzubereiten, das zu entwickeln und damit zu spielen. Es ist jetzt doch ein bisschen anders geworden, als Sven Gerzen es spielt. Der hat ja auch noch andere Möglichkeiten, hat vor allem mit Winterorb gespielt. Das haben wir hier nicht. Es gibt noch ein paar andere Ideen, die man in das Deck einbauen kann, um es noch effektiver zu machen. Aber mir war es ja auch wichtig, und das ist ja das Prinzip unseres Kanals, dass das Deck günstig ist, dass das Deck leicht baubar ist, dass es schnell erworben werden kann von den Spielern, dass sie solche und ähnliche Decks mit wenig Aufwand und viel Spielspaß spielen können. Gerade solche monofarbenen Decks machen auch ganz viel Freude, sind wenig herausfordernd im eigenen Spiel, stellen eigentlich vor allzu viele Aufgaben, sind relativ schnell auch ins Rollen zu bringen und dann letztlich, ja, hat man auch eine Chance mal gegen Gegner, die komplexer aufgestellt sind, seine Idee oder seine Power, seinen Schaden durchzudrücken. Ja, wie gesagt, es ist jetzt nicht überkomplex, es ist jetzt nicht das Rad neu erfunden, aber es ist wunderschön, die Karten sind toll. Ich liebe das Meta, ich liebe die Ideen, die in diesen Karten stecken. Ich mag Mirage, ich mag die ganze Zeit und es macht einfach brutal viel Spaß. Und ich weiß jetzt schon, da sitzen bei uns im Discord ein Haufen Leute, die sagen sich, oh, ich kann aber noch viel besser. Ich kann noch viel komplexer, ich kann noch viel abgefahrener und natürlich immer auch viel, viel teurer. Ja, aber lass uns erstmal dagegen spielen, ja? Bin mal gespannt. Also, ich freue mich drauf. Ich freue mich auf die Herausforderung, auf den Mirage-Liga-Betrieb 2025. Es wird super. Und wer Bock hat, wer jetzt Blut geleckt hat, wer jetzt auch ein Deck bauen will, sei es ein billiges, sei es mit meinem sozusagen Spirit, einfach, simpel, günstig, Spaß haben, drauf los, Kneipen-Magic oder sei es ein echter Spike, komplex, durchdacht für hunderte Euro. Vollkommen egal, ihr seid alle willkommen, solange ihr alte Karten liebt und solange ihr Freude daran habt, mit Menschen zusammen zu spielen und das Gathering zu genießen und die 90er Jahre zu erleben, nachzuerleben. Dann seid ihr herzlich willkommen, da freue ich mich drauf und jetzt verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.